Es geht um die Zukunft. Ist ja klar, um die Zukunft der Lernenden. Was sie in der Schule tun, soll ihnen von Nutzen sein. Dabei geht es einerseits um die fernere Zukunft, also zum Beispiel eine weiterführende Ausbildung. Es geht aber ebenso sehr um die unmittelbare Zukunft, also das, was sich an die Gegenwart anschließt. Denn Lernen hat immer auch einen Eigenwert. Nicht nur der zu erwartende Ertrag muss Lernen lohnend machen, sondern auch die Tätigkeit an sich. Eigentlich wäre Lernen nämlich geil. Nun, jede Zukunft hat eine Herkunft. Lernende kommen immer von irgendwo her und sie bringen irgendetwas mit. Kenntnisse, Erfahrungen, Emotionen. Sie sind quasi das Produkt ihrer Erinnerungen und das Produkt der entsprechenden Erwartungen. Sie tragen dabei immer auch ein Stück weit die Erwartungen anderer zu Markte, die ihrer Eltern beispielsweise, die ihrer Peers. Und vor diesem biografischen Hintergrund findet schulisches Lernen statt. Die Schule steht damit in einem permanenten Spannungsfeld von Herkunft und Zukunft. Und das bei jedem einzelnen Lernenden. Und ihre Aufgabe ist es, diesen Lernenden Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Das Ziel dabei heißt Selbstgestaltungskompetenz. Die Lernenden sollen durch das, was sie in der Schule tun, dabei unterstützt werden, ihr Lernen und letztlich ihr Leben selber erfolgreich gestalten zu können. Man könnte auch sagen, fit for life. So heißt die entsprechende Devise. Diese Selbstgestaltungskompetenz entwickelt sich aus dem Zusammenspiel dreier Kompetenzbereiche. Da ist einmal die Fachkompetenz. Mit Fachkompetenz ist gemeint, das relevante und bedürfnisgerecht verfügbare Wissen, das es braucht, um die Welt, in der man lebt, begreifen und sich aktiv darüber verständigen zu können. Es geht dabei nicht um tote Wissensbestände zum Zwecke der Wiedergabe an Proben und Prüfungen. Nein, es geht um ein fachliches Wissen und Können, das im Dienste der Lebensgestaltung steht. Hinter dem Begriff Lernkompetenz verbirgt sich ein elaboriertes Repertoire an methodischen, strategischen und metakognitiven Kompetenzen, die es braucht, um das eigene Lernen verstehen und gestalten zu können. Oder anders gesagt, es geht um das Gewusst-Wie. Denn klar, je besser jemand in der Lage ist, sein Lernen zu gestalten, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Man weiß ja, wer als einziges Werkzeug einen Hammer kennt, für den ist jedes Problem ein Nagel. Und schließlich Selbstkompetenz. Hier geht es um das ganze Bündel an sozialen, personalen Kompetenzen, also um die Beziehung zu sich, zu anderen und zu den Dingen, um die es geht. Dazu gehören Begriffe wie Selbstdisziplin, Belohnungsaufschub, Emotionsregulierung, Beharrlichkeit, Umgang mit Widerständen. Das sind die Dinge, auf die es letztlich ankommt. Denn der Schlüssel zum Erfolg, der steckt halt innen. Nun findet ja schulisches Lernen nicht auf einer einsamen Insel statt. Im Gegenteil, die Schule ist Teil vielfältiger gesellschaftlicher Entwicklungen. Oder anders gesagt, sie wird durch die Lernenden Tag für Tag mit dem gesellschaftlichen Wandel konfrontiert. Dabei gibt es Entwicklungen zu verzeichnen, sogenannte Megatrends, die sich in spezieller Weise auf das Geschehen in schulischen Kontexten auswirken. Sie führen einzeln oder in ihrem Zusammenwirken dazu, dass die Schule vor neue und ungewohnte Herausforderungen gestellt wird. Und mehr als auf den ersten Blick vielleicht erkennbar, verändern diese gesellschaftlichen Megatrends das schulische Lern- und Arbeitsverhalten. Und sie erfordern zum Teil ganz grundsätzliche Anpassungsleistungen seitens der Schule. Dazu vielleicht ein paar Beispiele. Die Diversität, das heißt die Sozialisierungshintergründe der Lernenden, die weichen zunehmend voneinander ab. Das führt zu einer immer größer werdenden und immer sichtbareren Heterogenität. Und das wiederum verlangt nach einem konstruktiven Umgang mit Unterschieden, sodass diese Diversität eben nicht ein Problem
ist und nicht als Problem wahrgenommen wird, sondern eine Ressource darstellt. Oder Virtualität. Viele Menschen erleben die Welt nur noch aus zweiter oder aus dritter Hand. Die vielen Stunden vor den Bildschirmen, die wirken sich eben nicht nur positiv aus. Im Gegenteil, sie haben negative Auswirkungen auf Ernährung, Bewegung und Schlaf. Und Lernen, also eben gerade der Umgang mit Widerständen, das geht eben nicht per Mausklick oder per Knopfdruck. Disponibilität als anderes Beispiel, die Welt quasi als Selbstbedienungsladen. Alles scheint verfügbar und auf alles hat man Anrecht. Doch Lernen ist kein Konsumgut, Lernen ist kein Zuschauersport. Es ist mit Leistung verbunden und vor allem auch mit Freude an der Leistung. Relativität. Noch nie war die Menge an Daten größer und damit auch das Missverhältnis zwischen Angebot und Nutzung. Das heißt für die Schule, gefragt ist ein Sinn- und Nutzenstiftender Umgang mit Bytes und Bits. Instabilität von der überblickbaren Welt der Familien über die Berufswelt bis hin zur geopolitischen Lage, alles ist irgendwo in Bewegung. Und daraus ergibt sich eine neue Aufgabe für die Schule. Die heißt Stabilität bieten und vor allem stabile Beziehungen. Singularität. Die Kleinstfamilie führt dazu, dass Kindern eine ungeteilte Aufmerksamkeit zuteil wird. Entsprechend hoch sind dann die Erwartungen an die schulische Karriere. Das Gymnasium auf Bestellung, bereits im Kindergarten. Und letztlich Personalität vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Gesellschaft und Arbeitswelt rücken die personalen und sozialen Kompetenzen immer mehr ins Zentrum. Je dynamischer sich die Umgebung wandelt, desto wichtiger wird es, sich auf die Menschen verlassen zu können. In diesem Kontext stellt sich für die Schule die Frage, welche Faktoren lassen sich denn eigentlich beeinflussen mit dem Ziel der Selbstgestaltungskompetenz? Welche Aspekte des schulischen Lernens lohnt es sich in den Fokus zu nehmen? Die Antwort ist einfach, jene Faktoren, die wirklich relevant sind. Jene Faktoren, auf die es eben ankommt. Damit ist es Aufgabe der Schule, diese 6 lernrelevanten Faktoren im Hinblick auf eine individuelle Erfolgswahrscheinlichkeit möglichst günstig zu beeinflussen. Da braucht es einmal Orientierung, denn Grundlage jeden schulischen Lernens, jeden erfolgreichen Lernens ist eine transparente, einsichtige Orientierung. Es braucht quasi eine inhaltliche Landkarte. Es geht darum zu wissen, was man können könnte. Es geht darum, die Erwartungen abzustecken. Und es geht um das Bewusstsein der eigenen Situation im Kontext dieser Erwartungen. Auseinandersetzung, Verarbeitungstiefe. Das Ziel heißt Verstehen, Nachhaltigkeit. Es geht darum, aus etwas Fremdem etwas Eigenes zu machen. Es geht darum, einer Spur zu folgen und eben konstruktiv mit Widerständen umzugehen. Deshalb sind Lernnachweise auf individuellem Herausforderungsniveau anzuschauen und sie sind damit immer auch ein bisschen das Ergebnis individueller persönlicher Zielformulierungen. Lernen muss eine Art Chefsache sein, es muss meine Sache sein. Das verlangt nach einer anderen Gestaltung schulischer Arrangements. Es braucht viel mehr offene, bedürfnisgerechte Arbeitsformen, die eben zu einer Verlagerung des Aktivitätsschwerpunktes führen. Der Aktivitätsschwerpunkt muss bei den Lernenden liegen. Und dieser Umgang dann mit Vielfalt verlangt eben auch nach einer Vereinbarungskultur, nach einer Einforderungskultur und es verlangt in hohem Maße auch nach Selbstorganisation. Es geht also im Prinzip um die Stärkung der Autonomie der kleinsten Einheit.
Das wiederum verändert die schulische Evaluation, die Bewertungssysteme in der Schule. Denn den Bewertungsabsichten, den Evaluationsabsichten kommt eine sehr stark präformierende Wirkung zu. Man kann sagen, das, was hinten rauskommen soll, beeinflusst das, was vorne geschieht. Und wenn hinten Noten rauskommen sollen, dann werden vorne eben alle Anstrengungen dazu dienen, gute Noten zu kriegen. Und das hat noch nichts mit Lernen zu tun. Die Interaktion, die sich daraus ergibt, ist eben nicht ein didaktisches Arrangement, sondern es ist eine Lösungs-, eine entwicklungsorientierte Interaktion, die vielmehr der Logik des Gelingens folgt. Das setzt natürlich ein vitales Interesse am einzelnen Lernenden und an seinem Erfolg voraus. In einer solchen Kultur des Voneinander- und Miteinander-Lernens werden Betroffene dann eben zu Beteiligten. Der Lernort, man weiß es von sich selber, auch die Umgebung, die wirkt sehr stark determinierend auf das Verhalten von Menschen. Der Raum ist wie eine Art dritter Pädagoge. Deshalb dienen Räume auf der einen Seite natürlich der Funktionalität, sie müssen eben aber auch der Ästhetik und der Inspiration dienen. Und wichtig ist, dass die Schule die außerschulischen Lernorte systematisch einbezieht, dass Schule nicht verstanden wird als einsame Insel, die sich abschließt nach außen, sondern dass die Schule ein Ort ist, der in Kontakt steht mit dem Leben. Diese sechs lernrelevanten Faktoren sind eingebettet in sogenannte Rahmenfaktoren. Dabei geht es in erster Linie um Haltungen und Einstellungen. Zum Beispiel das Menschenbild. Kein Jugendlicher auf der ganzen Welt steht am Morgen auf und sagt, heute bin ich ein schlechter Schüler. Lernende wollen lernen, sie wollen eigentlich gut sein, sie wollen ein anerkannter Teil der Gemeinschaft sein. Und das verlangt von uns als Schule nach Transparenz, nach Vertrauen, nach Wertschätzung, nach Verbindlichkeit. Oder das Rollenverständnis, wie verstehen wir unsere Rollen? Menschen leben die Rollen, in die sie sich begeben oder die ihnen zugewiesen werden. Und wenn wir Selbstgestaltungskompetenz fördern wollen, dann verlangt das eben nach Hilfe zur Selbsthilfe. Es heißt, dass weniger Schüler hier und dafür vielleicht mehr sich als Lernunternehmer verstehen. Und es verlangt auf der anderen Seite weniger das Verständnis nach Lehrer als vielmehr nach Coach, nach Activator. Das Lernverständnis wiederum heißt, dass Lernende konstruieren sich ja ihre Welt. Man kann niemandem etwas beibringen. Lernende lernen vor ihrem biografischen Hintergrund selbst und ständig. Das hat nun aber nichts mit einem Jahrmarkt der Beliebigkeit zu tun, denn schulisches Lernen, das soll als zielführend, als erfolgreich und als sinnstiftend wahrgenommen werden. Und das Funktionsverständnis meint, dass die Schule eigentlich dem Prinzip Form follows Function zu folgen hat. Die Funktion bestimmt die Form. Und wenn es darum geht, individuelle Kompetenzentwicklungen zu fördern, dann heißt das eben, verlangt das nach maßgeschneiderten Programmen. Ziel ist damit der persönliche schulische Erfolg aller Lernenden. Und das heißt, nicht abschlussfähig, sondern anschlussfähig sollen sie sein. Anschlussfähig an ihre relevanten Lebenssituationen. Und eben Menschen lernen selbst und ständig. Sie können gar nicht anders. Die Frage ist nur, was lernen sie und wie kompetent sind sie dabei? Was sind die Voraussetzungen, damit Menschen gut lernen können? Was weiß man darüber? Es geht also einmal darum, das Lernen in der Schule aus der Perspektive der Lernenden zu betrachten und zu gestalten. Und das setzt voraus zu wissen, wie die entsprechenden Kompetenzen gefördert werden können. Selbstkompetentes Lernen heißt das Ziel und die Wissenschaft dazu Autagogik. Das Kunstwort aus Griechisch Autos, also
selbst aus eigener Kraft und Agein, also führen, definiert sich in Ergänzung oder in Abgrenzung zur Pädagogik. Autagogik versteht sich damit als Wissenschaft für selbstkompetentes, selbstwirksames Lernen. Sie liefert die Grundlagen für die Unterstützung der Lernenden, sich auf eigenen Wegen die Welt zu erschließen, sie sich fassbar und lesbar zu machen, sich in dieser Welt zu erfahren und zu erproben.